Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ein ganz neues Setup. Ich muss mich selbst erstmal dran gewöhnen, aber wir sind ja umgezogen und der Teil von meinem neuen Nähatelier ist schon fertig. Da hinten sieht es noch etwas wüst aus, aber ich finde, es sieht schon richtig, richtig gut aus. Wir sind ja um den Stichtag drumherum hierher umgezogen. Also seit dem 1.9. wohnen wir nun offiziell hier in Hünfeld. Und also vor dem Stichtag war schon eine Menge los. Der Umzug, Vorbereitung für Stichtag, dann natürlich der Stichtag. Und danach auch noch Aufräumen, Nacharbeit. Und jetzt geht ja auch der normale Alltag wieder los. Und da möchte ich mir heute mal ein bisschen Me-Time gönnen. Ich habe ja dieses Jahr die Gelnägel von Maniko für mich entdeckt. Und vielen lieben Dank auch an Maniko, dass sie mich bei meiner Arbeit hier unterstützen. Und ich möchte mir nämlich jetzt in aller Ruhe meine Nägel neu machen. Ich habe hier noch wunderbar bunte Fingernägel drauf. Ich habe mir auch schon einen Kaffee gemacht. Macht es euch gemütlich, holt euch auch ein Heißgetränk. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch jetzt noch mal genau, wie das funktioniert. Also ich mache mir einmal meine Nägel ab, mache dann meine Nägel auch neu und nehme euch Schritt für Schritt mit. Ich habe das ja schon mal in einem Vlog gezeigt, aber da in meinen Vlogs sind ja immer noch so viele andere Informationen drumherum, weswegen das Video hier den Nägeln gewidmet ist. Passend zum Herbst hat Maniko auch richtig tolle Herbstfarben rausgebracht für die Nägel. Ich habe jetzt hier gerade Ebony und Cherry Bomb vor mir liegen und bisher war ja meine Farbauswahl etwas dezenter, also so Pastellfarben und Hauttonfarben. Und jetzt im Sommer habe ich mich da schon mal so langsam so an ein paar buntere Nägel rangewagt. Momentan habe ich auch zweifarbig grün und dann noch was Buntes. Und jetzt will ich auch mal so richtig in den Farbtopf reingreifen und ich werde dieses schöne, knallige Cherry Bomb nehmen. Wir starten auch gleich rein. Ich habe nämlich noch meine alten Nägel drauf. Das heißt, ich mache die Nägel nun erstmal ab. Und das ist auch ganz einfach. Und zwar sind in jeder Packung von diesen Gel Stripes auch die Werkzeuge, die man benötigt, mit dabei. Also einmal die Gelstreifen, dann noch Alkoholpads, um die Fingernägel fettfrei zu machen, eine Nagelfeile mit zwei Seiten, 180 und 120 Körnung. Hier mit dem Sticker kann man dann hinterher die Verpackung wieder zukleben, damit an die Nägel auch kein UV-Licht drankommt, weil das sind ja UV-Gel-Stripes, das heißt, die härten ja aus mit UV-Licht. Dann noch hier dieses kleine Holzstäbchen, dieses Manikürstäbchen mit zwei verschiedenen Seiten. Da kann man dann auch zum einen die Nägel abmachen und auch die Nagelhaut schön zurückschieben. Und dann gibt es auch noch hier so eine Größentabelle dabei, damit man sich vorher erstmal aussuchen kann, welches Nagelpad zu einem passt. Als erstes nehme ich mir das Holzstäbchen und zwar hier mit dieser abgeschrägten Seite. Und da gehe ich nun einmal unter jeden Nagel drunter, hinten von der Nagelhaut her und heb den so ein bisschen an, dann kann ich gleich leichter mit dem Remover Pen, wo das Serum drin ist, womit sich der Kleber von den Gel Stripes hier löst, befindet, damit einfach drunter kommen und dann kann ich die Nägel einfach lösen. Der Remover Pen ist übrigens mit in dem Starter Set enthalten. Zusammen mit der UV-Lampe und vier verschiedene Designs, die ihr euch aussuchen könnt. Da habt ihr also gleich zum Anfang alles komplett vorhanden, um loslegen zu können. Und der Remover Pen hat hier auch so eine abgeschrägte Kante. Dann kann man hier hinten einfach ein paar Mal draufdrücken, bis hier vorne der Schwamm flüssigkeitsgetränkt ist. Und dann einfach hier unter diesen angelupften Nagel drunter heben und langsam nach vorne schieben. So verteilt sich die Flüssigkeit gut über den Nagel und löst dann ganz einfach den alten Gelstreifen.
Das Tolle an den Manico Gel Stripes ist, man hat halt bis zu 3 Wochen gepflegte Nägel, kein Absplittern und die Nägel sind halt auch belastbarer. So, jetzt wasche ich mir erstmal die Hände und dann feile ich mir aber meine Nägel so weit zurück und in die Form, wie ich dann auch hinterher gerne meine Maniküre halt haben möchte. Und Manico war auch so lieb und hat mir einen Dauerrabattcode für euch gegeben. Also mit meinem Rabattcode bekommt ihr dauerhaft 10% Rabatt auf alle Produkte ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro. Ich habe mir auch noch zusätzlich bei Rossmann so eine ganz feine Feile gekauft. Damit gehe ich jetzt auch noch mal über die Ränder drüber, weil je glatter die Ränder und die Oberfläche sind, umso weniger Angriffsmöglichkeiten gibt man halt Wasser oder Spüli oder was auch immer halt in den Nagel einzudringen. Und mittlerweile bekommt ihr auch die Manico Gel Stripes, könnt ihr auch bei Rossmann kaufen. Auf der Seite von Manico könnt ihr schauen, ob eine Filiale in der Nähe ist, die die Manico Sets oder die Manico Gel Streifen hat. Und dann könnt ihr euch das nämlich vor Ort anschauen, welche Farbe euch am besten gefällt. Und natürlich könnt ihr auch im Manico Shop selber bestellen. Das ist auch total einfach. Da habt ihr halt eine riesengroße Auswahl, auch an den ganzen zusätzlichen Produkten, die es bei Manico noch gibt. Wie zum Beispiel das Nagelöl oder den UV Top Coat, den ich mittlerweile auch habe. Oder aber auch dieses Multitool hier. Das werde ich dann gleich auch noch benutzen. Das ist nicht unbedingt notwendig, aber ich finde, es erleichtert einem die Arbeit dann beim Auftragen. Für ein richtig schönes Ergebnis, da gibt es auch noch so ein paar Sachen, die ihr beachten solltet. Zum einen, bevor nun die Gel-Stripes aufgeklebt werden, erstmal die Nagelhaut zurückschieben, aber nicht, dass ihr euch verletzt, sondern das schön vorsichtig machen und dann natürlich die Nägel noch entfetten und da sind ja hier diese kleinen alkoholgetränkten Tücher mit dabei, in jedem Set 2 Stück. Ihr könnt aber auch eure Hände mit Spüli waschen, das entfettet die Nägel auch ganz schön oder mit ein bisschen Apfelessig die Nägel sauber machen, so dass sie halt etwas fettfreier sind und der Gelstreifen dann besser hält. Gut, dann einmal die Verpackung aufmachen. Dazu muss ich aber erstmal eine Schere holen. Die habe ich hier nicht am Start. Weil die Scheren da hinten, das sind ja alles Stoffscheren. Wow, das ist aber wirklich richtig schön rot. Noch ein kleiner Tipp. Ich lege immer wieder die Verpackung hier drauf, dass nicht so viel Tageslicht und UV-Licht hier dran kommt. Obwohl, ich brauche ja eh nur einen Streifen. Den anderen kann ich schon gleich wieder hier reinmachen. Und den mache ich auch gleich in die Verpackung wieder rein. So. Und wie gesagt, wenn ich zum Beispiel jetzt mit dem Daumen anfange und die anderen Nägel noch nicht mache, dann lege ich immer die Verpackung hier drauf. So kommt halt weniger Sonnenlicht an die Gelstreifen. Gut, ich weiß mittlerweile schon, welche Größe ich für welchen Fingernagel brauche. Das heißt, ich brauche die beiliegende Größentabelle hier nicht nochmal verwenden. Aber das war halt gerade bei den ersten 2-3 Mal, wie ich die Gelstreifen angewendet habe, eine Riesenhilfe für mich. Und so lange Fingernägel habe ich gar nicht. Das heißt, ich schneide mir das jetzt einmal in der Mitte durch und da kann ich nämlich die Streifen, die übrigen Streifen für die andere Maniküre verwenden. Das heißt, ich kann somit mit einer Packung 4 Anwendungen machen, wenn ich halt nur so kurze Nägel habe. Dann ist jetzt hier auf jedem Gelstreifen noch so eine kleine Schutzfolie. Die mache ich ab und dann kann ich den Streifen von der Haftfolie abziehen und dann platziere ich den auf meinem Nagel ganz dicht an der Nagelhaut und
jetzt drücke ich wirklich richtig fest auf den Nagel drauf. Oder aber, wenn ihr auch das Multitool habt, könnt ihr hier mit der weichen Seite von dem Multitool den Gelstreifen so richtig schön hier drauf verteilen und festdrücken. Also ihr könnt jetzt entweder das einfach nur abschneiden, erstmal aushärten lassen und dann hinterher auf eure Wunschlänge zurückfeilen. Ich klappe jetzt hier den vorderen, also die Folie vorne um den Nagel drumherum und feile mir das nun zurück. Das ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, weil ja der Nagel noch beweglich ist. Und nun einfach den Nagel unter die UV-Lampe drunter halten. Ich habe mir die hier an eine Powerbank angeschlossen. Da kann man die nämlich auch überall hin machen. Also man ist da auf keinen Stecker angewiesen. Und die geht dann von selbst nach 60 Sekunden aus. Mit der Maniküre bin ich fertig. Ich möchte aber noch einen Topcoat aufbringen. Das ist nicht notwendig, aber ich finde es schöner und es wird halt auch noch mal haltbarer. Aber da ich hier mit den Gelstreifen fertig bin, packe ich die hier rein und klebe das hier oben mit dem beigefügten Sticker zu, so dass halt wirklich kein UV-Licht drankommt und ich möglichst lange was von den UV-Streifen habe. Aber bevor ich jetzt den Topcoat auftrage, wasche ich mir nochmal die Hände. Nicht, dass irgendwo vom Feilen hier noch ein paar Reste dran sind oder so, sondern dass ich auch nochmal die Oberfläche richtig schön sauber und fettfrei habe. Und der UV-Topcoat von Manico, der funktioniert jetzt wie ein ganz normaler, klarer Nagellack. Auftragen und auch hier härte ich erst den Daumen unter der UV-Lampe aus und dann mache ich die anderen vier Finger auf einen Schlag. Ich finde halt nochmal, das Finish ist glänzender und sieht dann halt einfach schöner aus und ist halt auch nochmal haltbarer, weil halt noch eine Schutzschicht mehr drauf ist. Und was ich auch unheimlich gern benutze, ist das Cuticle Oil von Manico. Das pflegt halt nochmal die Nägel und auch die Nagelhaut, gibt ihnen Feuchtigkeit. Und so ist das jetzt gerade im Winter, wenn ja dann die Hände sowieso rissiger werden, ist der Bereich hier um die Nägel sehr anfällig dafür, weil wenn man sich dann die Hände wäscht oder wenn es kalt draußen ist, dann die Heizungsluft. Und so sieht das Ganze dann halt nochmal gepflegter aus und ist halt auch gepflegter. So, fertig sind meine Nägel, sehen wunderschön aus und sind gepflegt. Und ich habe jetzt 3 Wochen lang Ruhe. Außer natürlich, ich will vorher eine andere Farbe haben, weil genügend Auswahl gibt es ja bei Manico. Egal, ob eher gedeckte Töne oder ein bisschen gewagter. Und was ich mittlerweile auch richtig toll finde, ist, wenn nicht jeder Nagel das gleiche Design hat, sondern wenn unterschiedliche Muster drauf sind. Das hatte ich ja jetzt über den Stichtag, das Citrus Splash. Und das hat halt auch nochmal so richtig gute Laune gemacht, finde ich. Und als letztes hatte ich eine Kombination von dem Happy Heart und dem Herbal. Obwohl zu dem Happy Heart hier auch das Gel von dem Citrus Splash sehr gut dazu passt. Also ihr seht, man kann die verschiedenen Designs auch noch untereinander mixen und so halt sich dann seine Nagelfarbe ganz individuell zusammenstellen. Also schaut gerne mal bei Manico vorbei, deckt euch mit neuen Designs ein. Die herbstlichen Farben sind richtig toll und auch da gibt es Muster mit unterschiedlichen Nageldesigns. Und wenn ihr Manico noch nicht kennt, dann probiert das gerne mal aus. Mit dem Starter-Set habt ihr halt ein Rundum-Sorglos-Paket und könnt gleich loslegen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns morgen wieder mit einem Tutorial-Video. Das erste Nähvideo hier aus meinem neuen Nähatelier und nach meiner Sommerpause. Ich habe klein angefangen, aber es gibt demnächst auch wieder ein paar größere Nähprojekte. Tschüss!